Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterix und Obelix Heroes. Mein Ehrgeiz ist ein bisschen geweckt. Ich habe halt leider einen Fehler gemacht hier das letzte Mal in Rom in der Innenstadt. Wir könnten jetzt zum Kolosseum, aber da habe ich noch keinen Bock drauf. Ich möchte ganz gern hier oben... Nee, möchte ich doch nicht. Wir müssen hier mit Latra Viata vorbei und müssen gleichzeitig hier Alchemie dabei haben. Okay, alles klar. Das schaffen wir nicht. Okay, da hat sich's erledigt. Dann gehen wir doch ins Kolosseum. Mein Ehrgeiz ist doch nicht geweckt. Ist das schlecht. Hier brauchen wir nur Alchemie. Schließe das Kapitel nur mit Kriegern ab. Das könnt ihr vergessen. Und hier brauchen wir Gehirn. Gehirn und Alchemie... ich sage mal Alchemie, Quatsch. Hier, Pflanzenkunde. Wir brauchen Pflanzenkunde hier an der Stelle. Na, gucken wir mal, ob ich Pflanzenkunde irgendwie im Team habe. Das wäre doch mega geil, wenn ich mein Standard-Team mithole. Da habe ich Pflanzenkunde dabei. Mach's gut, Ersho. Und dann kommt hier Parabolix mit, der Pflanzenkunde hat. Mega nice, gutes Team, super Level. Hier Methusalix ist mittlerweile 101, also Lebenspunkte, wunderbar. Das mächtige Kolosseum Roms, Schauplatz spannender Kämpfe und tragischer Schicksale, die die Menge in Atem halten. Blutrünstige Biester und Gladiatoren ringen hier um ihr Leben. Werden unsere Helden die Loge Cäsars erreichen? Da wären wir. Vielen Dank fürs Herbringen. Asterix, wir sind schon die ganze Zeit rot. Wirst du... Keine Ahnung, er wird rot. Keine Ahnung, ich kann nicht lesen. Gerne doch, Asterix, begleitet mich doch hinein zur Loge. Wir werden leider nicht so einfach hineinspazieren können, da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Na, wenn das so ist, begleite ich euch. Nein, das ist viel zu gefährlich. Ach Quatsch, eine Schauspielerin liebt die Gefahr, das Drama, den Nervenkitzel. Aber... Jetzt halt die Klappe und ich komme mit. Aber, kein Aber, Asterix, los geht's, so ist es. Wo wollte ich überhaupt entlang? Oh, irgendwelche Biester, Achso, wir wollten hier oben entlang, genau. Okay, Biester, Gladiatoren, hier geht's volle Kanone ab. Und Unterstützer und so, die wahrscheinlich direkt nochmal rumnerven. Will ich Furcht? Ich mach mal Furcht. Ich guck mal, da nerven die einfach mal eine Runde schon mal gar nicht rum. Warum nicht? Machen wir's mal so rum. Und belegen mich mit Debuffs. Na, traumhaft. Das war ja eine tolle Idee. Machen wir hier das Special. Dann kann ich gleich meinen Dreifachschlag auf Obelix setzen. So, Dreifachschlag bitte auf Obi. Der dann gleich reinknüppeln darf. Der Unterstützer hinten nervt hoffentlich gleich nicht massiv rum. Und wir können hier schon mal Leute schlafen legen und die eigene Motivation hochpushen. Wunderbar. Und der Unterstützer pennt. Das ist mega nice. Das könnte schon sehr wichtig sein. Jetzt ist er dran wieder. Der kann schon mal einen Bodycheck hier irgendwo reinknüppeln. Am besten... Ah, da mache ich eine Wache. Das war jetzt nicht so gut. Gut, aber wir haben gut Energie, egal. So, ein bisschen reingeknüppelt. Die Rüstung mal wieder nicht gezogen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Rüstung ziehen, was soll's. Leute. Wo habe ich den Block her? Was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung. So, er darf jetzt seinen Debuff da draufsetzen. Ganz... Oh, das war nicht so geil. Ungenau. Wir sind sehr ungenau in der Arena. Das Publikum beeinflusst uns. Verursache 18 Schaden, werfe eine Karte ab. Ja, super. Das darf ich jetzt dreifach machen. Wenn ich treffe. Oder freier Schlag. Genau, freier Schlag. Jetzt haben wir das mal. Er hat jetzt hier die Dreifach-Kombo, ne? Also von hier den Special von Methusalix, verkrüppelte Knüppel, wie auch immer. Und dadurch darf er jetzt das hier dreimal machen. Wir kriegen jetzt dreimal eine Angriffskarte, die, die null kostet. Oder eben auch nicht. Warum? Was soll das jetzt? Das war ein Bug. Das war ein Bug. Traumhaft. Danke, Spiel. Letztes Mal war das noch so. Naja, das funktioniert nicht so ganz gut. Hä, was habe ich jetzt falsch gemacht oder übersehen? Nix, oder? Okay, das läuft irgendwie gerade alles ein bisschen aus dem Ruder. Bitte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier wird die Motivation runtergezogen. Das ist nicht so geil. Deswegen machen wir mal den hier freudig. Und wir sind immun, falls da so Angriffe kommen. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir echt jetzt die Motivation ein bisschen hochdrücken. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem Kampf, wo eh ein Unterstützer von denen dabei ist. Aber ja, mal gucken.
So, kriegen wir doch seine Motivation schon mal sehr, sehr schön hoch. Die von Verleinix. So, und hier auf alle Gegner draufknüppeln. Ist erschöpfend, macht aber mehr Damage. Reflektiert aber, egal, drauf. Rums. Ja, die heilen sich schon kräftig hoch. So, ist alles sehr ungut gelaufen. Ich hätte sollen direkt am Anfang die Specials draufsetzen. Das wäre alles besser gewesen. Das da war alles nicht so geil. So, hier könnten wir Energie gewinnen. Einen Gegner mal wegmachen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Und dann noch Rüstung und so. So, und das war's. Hier wird Damage reflektiert. Wunderbar. Aber wir sind schon ganz schön angeschlagen. Die hauen hier jetzt schon übel zu. Was geht mit denen ab? Spinnen die Römer? Da ist die Motivation wieder leicht gefallen. Obelix, was geht ab mit deiner Motivation und deinem Leben? Du musst mehr Motivation, Energie. Okay, damit kann ich noch halbwegs leben, wenn sie mir die Energie entziehen. So, der Löwe da hinten fällt schon mal, der auch massiv Damage macht. Alter, 31 Damage. Binnen die? So, und der wollte auch gerade nerven und hat irgendwie Immunität zumindest mal abgegriffen. Hier, wir sind erschöpft. Ja. Aber wir sind geheilt. So, wir gewinnen langsam Zeit wieder hier. Roundhouse-Kick. Nö, das nee, bringt mich jetzt alles nicht weiter. Wir heilen ihn hoch. Und ihn. Obelix kann das ja mehr oder minder über sein Special. Hier pennen sie. Und jetzt haben wir eigentlich schön eine Runde Zeit, uns zu buffen. So, hier auch. Reflektieren, Rüstung und so weiter. Jetzt wird's interessant. Jetzt buffen wir uns ein bisschen hoch. Auch hier schwere Knochen. Sorgt dafür, dass wir mehr Leben wieder haben. Halbwegs im normalen Bereich uns aufhalten. Heilen das ganze Team hoch. Können gleichzeitig hier die Motivation nochmal ordentlich hochziehen und heilen. Wunderbar. Und jetzt kommt er überhaupt nochmal an den Start. Und wir sind gut dabei. Gut. Alles klaro. Und da können wir zwirbeln. Und schon mal so ein bisschen Damage machen. Das war's schon. Da liegt er. Da liegt er in der Pfütze. So, ein bisschen Geld gemacht. Ah, ich war gar nicht in die Taverne gegangen, ne? Und hab mal geschaut, was so abgeht. Was sie mir so anbieten können. So, also was haben wir gelernt? Immer. Oh, jetzt kommen Gladiatoren. Geil. Sehen geil aus, oder? Wie gehen sie dann ab? Ah, sind voll gestresst. So, hier. Schön Aggro ziehen. Bitte keine Massenangriffe. Ja, jetzt gehen sie voll auf Obi drauf, der immun ist und jo, hier ein bisschen was aushält. Dann dreifacher Angriff, auch wieder auf, also unterstützende Krücke, jetzt auf Obelix. Diesmal machen wir direkt einen Massenangriff, wenn es denn möglich ist. Wir werden direkt flöten, auch um die Motivation hochzuhalten, was nicht geht, weil wir, ihr habt es ja gesehen, betäubt waren. So, wenn Obelix jetzt einen schönen Massenangriff hat, was er hat, können wir richtig schön Gas geben. Ah, ist er ausgewichen vorne? Nee. Okay, kriegt den Damage dreimal ab und das war's im Endeffekt. Einmal ist er ausgewichen irgendwie. Keine Ahnung, wie das jetzt ging. Ist doch einmal ausgewichen. Stand das nicht da? Sonst weichen sie ja dann dauerhaft aus. Keine Ahnung, vielleicht verchecke ich da auch was. So, jetzt können wir flöten und ihn schlafen legen und unsere Motivation hochziehen. Wunderschön. Und unsere Heilung hochziehen. Und da sind wir nach dem zweiten Kampf besser als am Anfang. Mega nice. Obelix holt sich schon mal reflektiert ab. Hier das gesamte Team hochheilen. Der pennt noch, der Gute. Und hier können wir die Motivation des gesamten Teams um 10 hochziehen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Können wieder heilen und irgendwas ziehen. HP fürs gesamte Team. Das ist ja Wahnsinn. Wie ich sagte, jetzt sind wir wieder voll fresh, der haut nicht mehr so stark zu. Er ist schon mal geil, das war's im Prinzip mit ihm. Hier reflektieren auf Methusalix, falls er angreift. Ja genau, er greift ja danach an. Das war's, wunderbar. Sehr schöne Motivation im Team, schon ganz in Ordnung nach dem zweiten Kampf. So, konnte ich hier vorbei? Weiß ich nicht. Was waren da? Die Abfrage, Gehirn. Gehirn habe ich nicht dabei. Das passt, oder? So, hier, was geht ab? Wieder das gleiche Spielchen. Kein Unterstützer, nur 4 Gladiatoren. 2 mit Schild und 2 ohne. Also Dreizack und Schild ist doch besser als die Schwerttypen da, oder? Ja, machen wir hier. Oh, warte mal. Oh.
Wir sind irritiert, wie auch immer. Waren irritiert. Wir können die unterstützende Krücke wieder wirken, wieder auf Obelix. Ich hoffe, es funktioniert. Sehr schön. Kommt der dadurch immer Block? War das so? Keine Ahnung. So, da können wir flöten. Ich flöte uns hoch. Genau, pennt. Dann können wir hier irgendeinen Gegner schon mal anhitten. Jo, können wir machen. Und hier, Obelix darf reflektieren und so. Sehr gut. Und so läuft doch. Und dann können wir hier immer noch nichts machen. Bin ich schon halt mit Obelix dran? Was geht denn ab? Den hauen wir schon mal. Oh, jetzt sind wir ungenau und haben uns selbst gehauen. Oder was war das jetzt? Auch keine Ahnung. Und ich habe mal wieder die massig Energie, die ich habe, verschenkt. Ich bin ein richtiger Held, Alter. So, jetzt aber hier zuschlagen mit Furcht und so weiter. Grimasse. Rums, rums, rums. Hinten der Feld. Beide hinten fallen. Und vorne, die haben Furcht ohne Ende. Das ist traumhaft. Dann haben sie hier noch einen taktischen Nachteil und so. Rums. Schön, Obelix. Wenn Obelix durchdreht, dann wird's spaßig. Jo, hauen wir uns hier freudig ins Deck. Warum nicht? Und da ist die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt. So, hier heilen. Und freudig sein. Leider zweimal bei ihm. Naja, egal, was soll's. Rüstung und so weiter. Alles bei ihm. Sehr schön. Und HP. Jo. Heil mal irgendwas hier. So, vielleicht kann ich wieder flöten. Nee, noch nicht. Aber die Motivation hochziehen, diesmal von ihm. Zuversicht fürs gesamte Team wäre auch gut gewesen, aber das reicht mir hier. Brauche ich einen Talentcheck? Brauchte ich doch, ne? War das nicht sogar von hinten, von unserem Dude hinten? Da müsste ich den auch noch hochziehen von der Parabolix. War das doch, der einen Talentcheck hat, oder? Dann flöten wir lieber noch ein bisschen durch die Gegend. So, das mache ich jetzt noch eine Runde. So, hier den da. Jetzt ist Parabolix gleich wieder am Start. Und dann können wir den machen, genau. Und Parabolix mal hochziehen, falls wir da was brauchen. Weiß ich jetzt nicht genau. Und jetzt hauen wir eine um, ne? Oder heilen vielleicht noch kurz und dann hauen wir eine um. Das können wir zum Beispiel so bewerkstelligen. So, und jetzt können wir einfach ganz gemütlich noch heilen, reflektieren, wie auch immer. So, das war's ja im Prinzip hier, genau. Nochmal schön hochheilen, eventuell trotzdem nochmal Motivation genau in jemanden reindrücken. Sehr schön, wunderbar. Sehr, sehr schön. Yay, wie immer abgehen. Yay, yay, yay. So, Löwe, stirb. So, wir sind hoch motiviert. Und ihr kriegt richtig Schaden reingedrückt. Und ihr seid nicht mehr so angriffslustig oder stark, wie auch immer. Ja, stimmt, das habe ich echt unterschätzt. Das mit dem, ich hau hier direkt nochmal Massendamage rein, um Druck zu erzeugen. Dass die Gegner wirklich geschwächt sind durch Verleinix. Verleinix-Fähigkeit hier mit demoliert und geschwächt, gerade als Start, ist echt nicht schlecht, ne? So, ich gebe ihm jetzt nochmal den Buff, Verleinix, weil er sein Special schon gesetzt hatte. Obelix noch nicht. Der Special ist ja von der unterstützenden Krücke nicht betroffen, sofern ich das einschätze. So, jetzt können wir da so wieder schlafen legen und uns motivieren und so. So, wunderbar. Und da ist er am Start und darf hier seinen Massendamage reindrücken. Sehr schön. Rums, rums und rums. Und das war's schon, weil die sterben jetzt durch demoliert. So ist es. Können wir noch kurz heilen. Machen wir hier über das Special. Das müsste ich wirklich mal wieder testen, ob der Special davon betroffen ist, aber relativ sicher nicht. Ich glaube, Angriffskarte oder so stand ja dabei. Muss ich gleich nochmal genau lesen. Ja, ziemlich sicher war Angriffskarte. Was auch eigentlich dafür... Moment. Achso, hier. Alchemie-Dingens. Ja, genau. In einem von zwei Fällen sollten wir es eigentlich schaffen. So ist es. Numerobis eingesammelt. Wunderschön. Wie hoch war Numerobis? Der ist auch schon recht hoch gewesen. Den habe ich doch zuletzt krass hochgelevelt. Keine Ahnung, bla. So. Ich lasse jetzt das Zugenäht extra mal offen. Wir kloppen einfach mal so rein. Ich gebe dem jetzt gleich die also hier die unterstützende Krücke. Er ist betäubt, traumhaft. So, ziehe hier die Akro. Weil die hauen jetzt schon übel rein, die Dudes. Ja, hallo. Keinen Massenangriff, bitte.
Und da hauen sich die Motivationen noch hoch. Das wird ja immer schöner. So, hier. Oh, trotzdem auf ihn. Er ist betäubt. Macht er das dann in der nächsten Runde überhaupt noch? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, ob er dann den Special da ausführt oder nicht. Nö, wir machen den, genau. Pennt. Motivation ist oben, leider betäubt. Traumhaft. Kann sein, dass ich jetzt alles falsch gemacht habe. Und ich habe auch nicht gelesen. Also irgendwie habe ich gerade alles schlecht gemacht. So, hier 42 Damage auf... Was? Auf alle Gegner. Oh, auf alle Gegner. Rums. Sehr schön. So, die spinnen doch. Die Römer. Die Gladiatoren-Römer. Wie auch immer. So, die unterstützende Krücke. Wähle einen Helden. Die nächste Karte, die dieser spielt, wird dreifach aktiviert. Ja, Karte. Steht doch drei Karte, genau, um genau zu sein. Naja, egal, machen wir den da. Freier Schlag. Funktioniert irgendwie im Moment nicht. Ist das buggy gerade? Haut einfach ab und das war's, ne? Ist ja kacke. Dann liegt's gar nicht am Special, sondern an dem buggy sein. Wie auch immer. Amen. So, den hauen wir schon mal weg, weil der wollte gerade Obelix... damit 43 Schaden malträtieren, gar keinen Bock drauf. Der haut aber auch zweimal mit 21 zu. Er ist nicht mehr geschwächt, ist sogar jetzt gestärkt. Okay, die haben sich da nochmal gebufft und so ein Kram. So, hier. Sei geschwächt und verdorben und so weiter. So ist es. Oh, Reflexion ist nicht so geil. Gar nicht geil. Ne, dann machen wir den da. Genau, ob das jetzt dreifach wirkt, wollten wir ja testen. Nö. Ne? Ne. Gut, dann hier gesamtes Team mal ein bisschen hochheilen. Das ist doch genau Obelix Milieu. Oh, jetzt ist der verwirrt und kloppt sich selbst weg. Das wird ja immer schöner. So, ich muss langsam aufpassen, ne? Viele Sachen wieder ausprobiert. Vieles hat nicht funktioniert. Gesamtes Team heilen. Gesamtes Team heilen. Ja gut, das sieht doch nochmal ganz solide aus. Die haben sich auch wieder geheilt. Das ist nicht so geil. So. Motivation ist jetzt nicht so wichtig. Der hinten nervt rum. Der wird jetzt hier mal so gestresst. Und vorne... ja, hier kriegen wir jetzt... Ja, komm, mache ich trotzdem. Reflexion kriegen wir ab. Hier war irgendwas mit Block und so. Ah, jetzt greift er dreimal an. Der Effekt ist immer noch da gewesen. Okay, nice. Auch in Ordnung. Gut. Also, das zählt dann wirklich noch... irgendwann halt. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Ist mal gut zu wissen. Achso, das Block aktiv. Oh Gott, und ich hau die ganze Zeit in den rein. Das war ja nochmal typisch Monty, Alter. Egal, wir sind absolut gut am Start. Einer darf da ein bisschen rummachen. Wir flöten. Um ihn schlafen zu legen. Jetzt können wir kurz Team hochheilen, würde ich sagen, wenn es denn geht. Und dann kloppen wir ne weg, ne? So, hier den da. Hühnersuppe. Und ein bisschen heilen und so. So, den da. Wow, krass, können wir jetzt heilen. Ja, Rüstung, was weiß ich. Und zwirbeln und draufmetteln. Alter, wie krass. So, und hier HP Reflexion. Mache ich jetzt mal auf ihn. Ja, wobei auch Obelix sollte ich vielleicht mal kurz noch ein bisschen heilen. Wäre vielleicht auch noch ganz schlau. War das auf alle? Jo. So, jo, hier sowas. Wunderschön. Und das war's ja mit dem Dude, wenn der mich jetzt angreift. Genau, hier sogar noch mit Buff hochziehen. Und dann sind wir eigentlich wieder relativ voll im nächsten Kampf. Wunderbar. Und, nein, da ist Reflexion. Oh, dämlich. Okay, war das doppelt reflektiert? Irgendwas, ah ne, der Block. Der Block hat da. Was mache ich denn? Okay, hier gehen wir mit voller Motivation eventuell noch raus. Nähen nochmal zu. Die ganze Geschichte. Warum ist der nicht gestorben? Spinnt der oder was? So, da ist aber kein Block jetzt mehr aktiv. Aber der weicht aus wie der wilde Bill. Jo, klar. Ist das die Chance, wird die erhöht? Das kann ja bald nicht wahr sein, wie oft die jetzt ausweichen. Ich muss das mal gerade gucken. Hier, ne, wo war das mit Gegner? Gegner. Hier, mit dem Ausweichen da. Der Charakter hat eine 25%ige Chance, gegnerischen Aktionen auszuweichen. Das ist eine Chance. Wenn ich die zweifach habe, ist es einfach nur zwei Runden lang normal. Aber der ist jetzt doppelt ausgewichen. Spinnt der oder was? Ah, jetzt... Oh, Alter, was für ein Damage, Alter. Minus 85 Leben. Alter, brutal.
So, sehr schön. Da oben ist eine Kiste und sonstiger Kram. Geh mal vorbei. Warum sollte ich... Also, oben sind mehr Kämpfe noch. Okay. Die Latravia können wir aufleveln. Sternenkampf, Elitekampf, wie auch immer. Zunähen, Damage machen, aufleveln. Wunderbar. Unser Methusalix hat mittlerweile 103 Leben. Auch nicht schlecht. Jo, da machen wir hier die schweren Knochen. Jetzt geht's nochmal voll ab mit allen Buffs, die wir da haben. Die machen sich unsichtbar, die Jungs da. Und machen mich ungenau. Das ist uncool. Obelix darf gleich zuknüppeln. Ungenau ist uncool. Vielleicht gleich Richtung Immunität was machen oder so. Ne, Flöte. Flöte, lass sie pennen und so. Wunderbar. Und jetzt ist er hier vorne dran. Da haben wir doch dazugelernt. Machen zuerst die Rüstung, die ungenau ist. Super geil. Dann machen wir hier Damage, der teilweise reflektiert wird. Und das war's schon. So, jetzt ist Obelix an der Reihe. Obelix, sei bitte genau in deinen Taten. Bitte. Oh, jetzt hat er nur Heilungsdinge. Oh. Gibt's doch nicht. Und auch selbst dort ist er ungenau. Also Obelix, wirklich, das ist gar nichts, was du da machst. Hä? Aber irgendwie hat es doch funktioniert, keine Ahnung. Also ungenau ist auch relativ mies, muss man sagen. So, hier prügeln auf alle Gegner. Jo, mach mal. Dann stressen wir doch schon einige. Hinten der kippt sogar um, das ist schon mal sehr nice. Freier Schlag ist wahrscheinlich wieder buggy, so ist es. Ja, müsste ich wahrscheinlich das Spiel mal neu starten. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr buggy. Vielleicht war es jetzt auch buggy durch mein Tun. Hat er wenig... Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich freudig ins Deck mischen. War das Freude und freudig? Es gab ja zwei Karten, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da gerade einen Fehler gemacht, das kann sein. Ich bin mal wieder ungenau, habe keine Rüstung auf mich gelegt. Oh, Monty. Monty. So, bumm. Oh, schlag doch mehrfach zu, was ist denn da los? So, hier heilen. Auch das macht man sehr ungenau. Löwe, nerv nicht rum. Sind wir ungenau durch den Löwen? Nee. So, hier, Motivation fürs gesamte Team. Wir sind hoch motiviert und können nähen. Wir können zunähen. So, und wir können auch Body checken. Tschüss. Genau, da sind wir doch genau in unseren Taten. Traumhaft. Ach, ist es nicht schön. Es ist wunderschön. Ein bisschen XP gemacht. Hier ans Lagerfeuer. Jo, Motivation hochziehen. Damage machen. Jetzt, ja gut, die Stage hier dauert lang, ne? Viele Kämpfe. Unterstützer mal wieder. Viel Leben. Die Gegner haben viel Leben. Jo, auch schön. So, Bodycheck. Könnte ich da einen schon aus dem Spiel nehmen? Eventuell ihn da, ne? Relativ. Jo, machen wir mal. Wenn da nichts passiert, da hole ich ihn gerade aus dem Spiel raus. Genau, er wird ja dann demoliert, das war's. Wunderbar. Genau, dann können wir eigentlich das da machen. Da muss ich auch jetzt nicht auf die Krücke gehen. So, nicht direkt, sagen wir es mal so. Direkt schon mal Furcht in die Mannschaft reingedrückt. Und wir können... Na, wobei... Werden wir ihn schon mal richtig hier mit Damage nerven. Genau. Kriegt er richtig Damage ab. Und dann können wir hier... ihn schon mal ein bisschen malträtieren. Freier Schlag, wie gesagt, funktioniert ja die ganze... Oh, falscher Gegner angegriffen. Boah, nervig. Naja, egal. Wir pennen. Obelix pennt. Das ist nicht gut. Dann machen wir hier Damage auf alle. Da ist doch schon einer weg. Vorne, der ist völlig gestresst. Mit Demolations-Damage, der auf ihn wartet. So, und da können wir nochmal eine Runde flöten. Sehr schön. Die pennen und sterben. Im Schlaf gestorben. Eingeschläfert. Super. So, tschüss. So, den Typ haben wir nicht dabei. Wo ist denn der Boss? Boss? Ah, da hinten. Ist das nicht Cäsar? Ist das schon Cäsar? Was geht mit dem ab? Spinnt der? So, Cäsar, wir sehen uns gleich. Ja klar, es hieß ja im Kolosseum bla bla, aber ich dachte, wie immer in so Games, dass du vorher halt die Stages da abklapperst und jo, und so weiter. Ey, mit dem ungenau nerven sie mich aber jetzt, ne? So, hier, greift Obelix an. Ja, genau, und selbst dort bin ich schon ungenau. Also super. Ja, ungenau ist ekelhaft, kann ganz schnell richtig übel werden, ne? Gerade wenn man so ein bisschen unter Druck steht.
So, machen wir hier mal solche Geschichten. Wer wird denn angegriffen? Hier, bevor er mir umkippt. Und auch Rüstung. Sehr schön. So, dass es da Reflexionsschaden und so gibt. So langsam müssen wir aufpassen, ne? So, hier, Flöten, Einschläfern und so weiter. Und mal gucken, dass ich gleich meine Truppe ein bisschen hochheile. Das sieht nicht so gut aus, Leute. Wir brauchen Heilung. Heilung fürs gesamte Team oder prügeln. Macht das irgendwas? Jo, na, da sind sie alle wieder wach, ne? Ja, da machen wir lieber mal eine Heilungsrunde hier. Immunität für eine Runde. Auch auf ihn hier. Wunderschön. Und wir sind ungenau, traumhaft. Heilung fürs gesamte Team. So, auch gut. So, die Pennen. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch vorbei. Obelix darf gleich dreifach zuschlagen. So ist es. Am Block und Strange kann man es erkennen, dass er es ist, sozusagen. Der jetzt aber abgeschwächt wurde. Traumhaft. So, Immunität fürs gesamte Team. Und Obelix Motivation nochmal hochgezogen, um den Special-Schaden freizuschalten. Sozusagen. Ey, das wird eng, ne? Oh, 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 oh. Was ist denn hier vorne los? Nein! Die nerven mich. Grimasse. Gibt's eine Reflexion? Nee. So, Furcht wäre schon mal ganz gut. Genau, dass wir schon mal nicht angegriffen werden. So, dann hier. Moment. Nee, doch, passt. Alter, machen die Damage auf Beschützer? Ach, Leute, was geht denn ab? Ja, die wollen mich jetzt stressen hier. Eigentlich mit Demoliert-Damage zu kleistern oder sowas. So, und jetzt ist er dran. Und das dürfte fast schon... Das dürfte das Ende bedeuten, ne? Die dürften eigentlich alle sterben jetzt. Ah, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ah, er greift ihn trotzdem an. Ja, es wird trotzdem ausgelöst. Auch wenn er unsichtbar ist. Weil ich ja eigentlich jemand anderen angegriffen habe. Aber wir sind voll im Eimer. Jo, Gott sei Dank kommen wir jetzt hier an und... Jo, wir füttern... wir hauen uns mal Snacks rein. Komm, was soll's. Dafür haben wir die Dinger, ja. So, hier Gesundheit... So, was ist das? Ja, machen wir mal solche Geschichten hier. 15 HP. Ah, das. Ah, ich darf sogar dann noch was anderes buffen. Danach. Ja, machen wir das mal. Was haben wir hier? Rüstungsbonusverringerung. Pilzsuppe können wir auch dreimal reindrücken. So, ja, ich würde sagen, so können wir weiter. Moment, ich darf noch andere Snacks futtern. Und zwar Boni, ne? Wie sieht's denn aus? Hier, Belohnungen, Gesundheit weg. Ja, kann man noch XP irgendwie hochboosten von ihm und ihm. Und dann Talente, Boni, bla, was weiß ich. Machen wir das mal. Hauen wir uns mal einen Boni hier rein. Angriffsbonus für ihn. Da haut der richtig kräftig zu. Was soll's? Auf geht's. Nächster Kampf sind wir sehr damage-orientiert. Er dürfte jetzt ein krasses Zugenäht hier drauf donnern, würde ich sagen. So ist es. 2x25. Schön. Ist schon mal richtig schön ekelhaft. Eventuell schaffe ich es dann jetzt, meine Truppe in dem Kampf hier hoch zu motivieren und hoch zu heilen. Mal gucken, ob das klappt. Hier sind wir jetzt schon über die Gesamtdauer der Kämpfe halt schon. Was ist das jetzt gewesen? Ah, ne, passt schon. So. Er hinten ist... Ja, oder die überleben alle nicht. Wir müssen eigentlich gucken, heilen, bla, was weiß ich. Jo, ich lasse schlafen und heilen, ne? So, motivieren und jetzt versuchen, irgendwie noch Heilung ins Team reinzubekommen. Hier, 8 für alle, können wir machen. Ja, warum nicht? So, schwere Knochen hilft Obi schon mal krass, für im nächsten Kampf fresh zu sein. So, die Leute, wie gesagt, sollten so langsam umkippen. Sollten sie eigentlich leben, aber irgendwie noch. Okay, da hauen wir gleich noch was. Gut, hier Heilung und Motivation. Haben die sich jetzt nochmal das alles weggeheilt oder was? Spinnen die? Die haben sich echt krass hochgeheilt, oder? Was ist denn los? Taktischer Vorteil hier. Knüppeln. Ach, Knüppel habe ich weggemacht. Oh, dämlich. Und freier Schlag geht wieder nicht. Ich kann es ja mal probieren, ob es nicht doch geht. Ah, diesmal geht's. Wunderschön. Geht doch. Und dann sind wir ungenau. Ja, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass sie sich stimuliert weggeheilt haben oder sowas. Keine Ahnung, was da abging. So, bist du ungenau? Ja, bist du eigentlich. Das ist schlecht. Obelix ist betäubt. Ja, dann muss er es richten. Ey, die nerven echt noch rum. Ach, hier, was spinnen die? Und hau mir gerade das Geheilte wieder weg. Ich werd bekloppt, Alter.
Was ist denn hier los? Sei nicht ungenau. Natürlich, genau. Ah, ist das so, ja, ekelhaft, ey. Also hier braucht man schon hohe Level, oder? Dass man hier gut durchkommt. Mit dem Beschützer, mit der Beschützertaktik hier komme ich da ja noch relativ gut durch. Aber wenn man die hohen Level hier nicht hat, hoi. Machen wir eine bittere Pille hier hinten. Setzen den massiv unter Druck. So, und dann machen wir hier Schaden auf alle. Da sieht das doch schon ganz gut aus. Und vielleicht komme ich dann gleich noch in Heilung. Hallo. Oh, Obi. Hallo. Könntest du bitte? Okay, Obi will nicht mehr. Das ist schlecht. So, hier. Ey, hauen die selbst Obelix darunter? Das ist ja... Spinnen die? Ey, Wahnsinn. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Oh. Okay, die sind irgendwie down. Wollte ich gar nicht. Mit wenig HP in den nächsten Kampf. Uiuiuiui. Oben sind Leoparden. Ja gut, egal. Gehen wir hier oben entlang. Die Kiste lockt mich an. Holla die Waldfee. Alter. Komme ich direkt in Not hier. Ja, Obelix wird von von Gegner Nummer 3. Der Panda 1 greift an mit Illusionen und so ein Schrott. Ne? Ja, ich muss aber zugenäht machen. Das müssen wir machen einfach. Also der macht jetzt hier irgendwas. Ungenauigkeiten und andere Späße. Obelix darf sein Special machen, wo er sich wie heilt. 45 HP zieht aber jeglichen Damage auf sich. Auch nicht so geil eigentlich. Ah, Gott. Aber trotzdem, ich mach's. Na gut, ist doch mehr. 54 hochgeheilt. So, die Gegner sind demoliert und irritiert, wie auch immer. Hey Leute. Die unterstützende Krücke oder die Grimasse, die muss aber treffen. Triff. Jawohl, sehr schön. Da sind sie in Furcht. Da heilen sie sich wieder. Boah, wie sie rumnerven, ey, Wahnsinn. Heilung 20. Ja, komm, jetzt hole ich die Heilung mit und heile Obelix hoch. Und jetzt muss ich gleich echt gucken, dass wir eine Heilungsrunde hier hinbekommen, dass ich mal fresh in die nächsten Kämpfe gehe. Hier können wir auch. Da gibt es eine Reflexion, ist nicht so geil. Würde ich aber in dem Fall eingehen. Alle anderen Gegner werden ja getroffen. Sollten getroffen werden. So ist es, um den Druck hochzuhalten, dass da ein paar umfallen. Das nervt nämlich so langsam, die Jungs da. Ihn werden wir, also Verleinix vorne ist unterstützt. Hat auch noch einen Block dadurch. Einer fällt um. Sehr schön. Roundhouse Kick. Auch gut. Aha. So, jetzt haben wir eigentlich eine gute Basis, ne? Jetzt habe ich ja eine Basis, um die Leute hier hoch zu refreshen. Hoffe ich mal. Hoffe ich. Hier, HP fürs gesamte Team. Jetzt hole ich mir hier die ganzen Heilungen so allmählich rein. Hier können wir Damage machen. Oder ungenau sein, wie auch immer. Ah, hier, mehr Energie im nächsten Zug. Obelix, mach was. Ah, das wurde jetzt dreifach ausgeführt. Ist ja auch mal geil eigentlich. Achso, die nächste, stimmt, da steht die nächste Karte, nicht mehr Angriffskarte. Am Anfang war, stimmt, jetzt check ich's wieder. Am Anfang war es die Angriffskarte und dann irgendwann ist das geswitcht, die unterstützende Krücke, zu allgemeiner Karte. Das ist natürlich auch krass, um zum Beispiel krass zu heilen auch, ne? Kann man auch dafür nutzen. So, aber hier, wir heilen uns schön hoch. Ich hätte ihn jetzt auch abschwächen können, er greift gleich die gesamte Mannschaft an. Wir können hier Damage machen und verletzlich und so. Und das sieht ja wieder halbwegs sinnvoll aus jetzt, so, ne? So, hier auch wieder Motivation hochheilen, bla. Jo, hier muss auf jeden Fall Level und alles Mögliche stimmen, ne? So, da haut er sich die Motivation hoch. Obelix kann sich hier voll heilen, sollte relativ voll jetzt sein. Für die nächste Runde. Obelix wird angegriffen. Können wir also hier Reflexion draufsetzen. Das war's. So. Obelix startet um die 200 Leben, sollte also jetzt voll geheilt sein. Wie gesagt, wir gehen jetzt eh noch hier ins Feuer, können uns hier allmögliches Buff-Food noch reinziehen. Das mache ich jetzt auch, ich will da fresh in die Kämpfe gehen. Also machen wir was Richtung Motivation, um direkt krass zu starten, würde ich sagen. Geht aber nur auf 149 hoch, bringt also nicht so viel. Gut, da machen wir es nur so. So, dann gehen wir auf Richtung Gesundheit, machen Motivation wieder weg. Was mache ich da? Nur Gesundheit. Da haben wir das da mit den 15 HP.
So, da gehen wir relativ fresh rein. So, ne? Alles klar. Und dann gehen wir noch in den XP-Bereich. Das geht leider nicht. Boni haben wir hier noch. XP hatte ich nichts mehr, ne? Ne, Talente bringt mir auch nichts. Also Boni. So, Boni war hier. Angriffsbonus für den nächsten Kampf. Bumm, bumm, bumm. Da geben wir richtig Gas jetzt. So, auf geht's. Auf geht's, Leute. Cäsar, stirb. Aber nur mit Kriegern hier durchgehen? Ey, Leute, ne? Hey, Julius, lange nicht gesehen. Du hast etwas, was uns gehört. Wie könnt ihr es wagen, den großen Cäsar in seiner Loge zu stören, Gallier? Seht ihr denn nicht, dass ich gerade die Spiele genieße? Wir wollen auch gar nicht lange stören, Julius. Gib uns einfach die Schatzkarte und wir sind wieder weg. Die Schatzkarte, wieso sollte ich das tun, Gallier? Mit ihr wird Gallien endlich mein sein. Eure Rebellion hat endlich ein Ende. Allegia Itia est, wie auch immer. Deine Würfel kannst du behalten, Julius. Wir hatten die Schatzkarte zuerst, deine Legionäre haben sie uns gestohlen. Will der große Cäsar etwa so in die Geschichte eingehen als Dieb? Nun, sei mal nicht so melodramatisch, Gallia. Ich habe gewonnen, anständig und ehrlich. Der Schatz des Teutates ist mein. Ihr werdet schon sehen, die Herrschaft Roms wird eurem kleinen Dorf von Barbaren endlich Manieren beibringen. Jetzt hör mal zu, Julius. So sprichst du aber nicht über mein Dorf. Wir sind vielleicht nicht Rom mit euren schicken Säulen und Badehäusern an jeder Ecke, aber dafür sind wir das einzige Dorf in ganz Gallien, das der große Cäsar nicht einnehmen konnte, und das bleibt auch so. Bei Belenus. Dieses Gespräch ermüdet mich. Der große Cäsar ist eurer Gesellschaft überdrüssig. Legionäre, ergreift sie. So, die Julius macht mit und wir nähen zu. Jetzt sind aber keine Legionäre da. So, schöner Debuff schon mal drauf. Das ist schon mal nett. Jo, aber wie gesagt, ja, oh, jetzt weichen sie noch aus und so. Hier könnten wir auch wieder Damage auf alle. Ist mir jetzt wichtiger. Wir kriegen zwar die Reflexion ab, aber hinten machen wir Druck. So ist es. Mal gucken, was Julius macht. Oh, nervt der rum, Alter. Hier, Grimasse. Ausgewichen, kriegt man nicht überall drauf. Rüstung. Ja, ich habe jetzt die unterstützende Krücke nicht gemacht. Holla die Waldfee, Alter. Geh pennen. Julius pennt, das ist schon mal nicht schlecht. Motivationstechnisch sind wir weit oben und machen Damage auf alle. Da stirbt schon mal der ein oder andere. Und nochmal ungenau und so, und da sieht das doch schon ganz gut aus. Ja, aber hier jetzt ungeheilt reinzugehen, könnte richtig Schmerzen bereiten. Hier, Debuff, eigenes Hochbuffen. Wir haben wieder volles Leben. Heil das gesamte Team. Taktischer Vorteil. Roundhouse Kick, wie auch immer. Klopp rein. So, und da sieht das doch schon gut aus. So, und hier die Motivation verringern. Ja, mach ich mal. Vielleicht haben wir Glück davon, dass er schon ein bisschen gestresst ist. Ja, schade. Und dann hauen wir hier wieder Damage rein. Wenn wir Glück haben, treffen wir. Wunderschön. Cäsar, wie sieht's aus? Poff, da ist er weg. Da ist er weg, der Cäsi. Epidemias bekommen. Super viel XP bekommen. Nice. Jo, das sieht doch gut aus. So, und viele, viele Karten. Eine lange Stage aber auch. Hat uns auch ein paar Ressourcen gekostet. Aber auch schön Gold bekommen. Wunderbar. So, Cäsi. Genug. Der große Cäsar wird sich im Kolosseum nicht zum Gespött ganz Roms machen lassen. Legionäre, haltet sie in Schach. Er entkommt. Hinterher. So ist es. Da haut er ab zum Palasthof und dann Cäsars Palast. Wo man auch wieder 18 Sterne abkassieren kann. Also das ist wohl eine richtig große Stage. Also und hier hätte ich nur mit Kriegern kämpfen müssen. Das ist halt hart, ne? Das ist hart. Jo, alles klar. Mega nice. Gucken wir noch ganz kurz hier auf den Tavernenladen rein. Holzschild, Bandagen, bla. Also klar, so langsam kann ich halt einfach Karten kaufen, um vielleicht auch die Angebote hier zu verändern. Ich kaufe jetzt einfach mal ein bisschen was. Ich kaufe mal alles. Weil ich denke, das wird jetzt langsam entscheiden, dass vielleicht nicht mehr alles angeboten werden kann, dass der Pool der Karten sich verändert, die mir noch angeboten werden. Sowas in der Richtung. Mal schauen. So, Talentcheck können wir wieder ein bisschen verkaufen. Hier brauche ich ja nicht so oft. Das hat sich ja eh erledigt. Was ist das dann nochmal? Motivation. Ah, das brauchen wir schon manchmal. So, generieren wir gerade wieder ein bisschen Gold hier. Wunderbar für die nächsten Einkäufe. So ist es. Gucken wir noch ganz kurz hier in die Heldensammlung rein, was da abging.
Ah, hier, kann. Oh! Numerobis kann aufsteigen zu Stufe 5 und dann kann er was? Ich gehe nochmal kurz rein. Wähle einen Helden, erhöhe dessen maximale HP um 40% der maximalen HP für den Rest des Kampfes und heile ihn um den gleichen Wert. Gut, das ist halt die andere Möglichkeit, dass man solche Helden dabei hat, ne? Weil sonst wird es irgendwann richtig ekelhaft. Die hauen jetzt schon gut rein. Und auch bei ihr können wir den Sternenrang erhöhen. Hier die Debuff-Tante und Buff-Tante, alles klar. Und dann sieht es jetzt so aus, dass die Gallier immun werden und so weiter, ne? Bla bla. Gut, da ist die schon mal Sternenstufe 2, das ist ja schon mal nice. Wie gesagt, wir kommen gut voran, mega cool. Auch hier die Level stimmen. Aber da sind wir immer noch nicht auf Sternenstufe 5. Also das habe ich unterschätzt. Ich habe gedacht, das kriegen wir viel schneller hin und sind schneller OP. Das ist nicht passiert, wenn man die alten Stages nicht wiederholt. Also das haben sie von der Balance her schon recht gut hinbekommen. Wir waren da schon Sternenstufe 4 im dritten Kapitel oder so. Also was war das? Ägypten oder sowas. Und seitdem hat sich da nicht so viel getan, auch wenn nicht viele Karten fehlen. Trotzdem ist es halt sehr entscheidend, ob man da die letzte Stufe noch freischaltet. Hier mit 3x geschwächt, 3x16 demoliert. Dann mache ich schon wesentlich mehr Druck auf den Gegner und so weiter, ne? Ja, oder Obelix hier auch mit seiner Heilung und Reflektieren, was einfach dann direkt schon mal mit drin ist. Das heißt, genau das, was eben passiert ist, ich heile ihn eigentlich, aber ziehe die ganze Aggro auf ihn. Und mit Reflektieren hole ich einen Schaden komplett von ihm nochmal runter. Also wird es sogar noch offensiv, ne, das Ganze. Jo, bla bla. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.